Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich habe es in meinem Douglas Haul ja schon angekündigt, dass ich die Douglas Sephora Flaconi und Cosmetic for Less Haul Geschichte auf 4 Teile splitte, um auch 4 Verlosungen machen zu können. Das sind dann immer etwas kürzere Videos für dich und dann halt auch 4 Verlosungen mit 4 Gewinnen. Also von daher, wenn du Bock drauf hast, mit mir den Flaconi-Haul zu machen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. So, ja, End of Summer Sale war. Ne? Da konnte ich nicht anders. Deswegen habe ich auch bei Flaconi bestellt. Und da gucken wir mal, was Flaconi uns gebracht hat. Es ist ein kleines, aber feines Paket. Also da ist ein wirklich größerer Inhalt drin, als es von außen aussieht. Denn es sind ziemlich viele, ziemlich coole Produkte. Na! Und die testen wir doch jetzt auch mal teilweise. So, als erstes habe ich mir geholt von Miss Lynn den Sweet Cupcake Trio Highlighter. Und das ist echt ein Cupcake, ne? Es ist der Wahnsinn in Tüten. Ich fand's mega cool. So schaut er aus. Und, ist ernsthaft ein Cupcake da drin, ne? Voll geil. Ja, und ich habe mich tatsächlich, also ich bin ungeschminkt gestartet, als ich heute angefangen habe, Videos zu drehen. Bis auf Mascara und Eyeliner hatte ich nichts drauf und so nach und nach hat sich immer mehr auf mein Gesicht gesillt. Ich habe irgendwie ich hatte ein Setting Powder, aber ich habe es nicht verwendet. Egal. Ich habe jetzt hier einen Highlighter und den verwende ich doch einfach mal direkt auf meiner ungesetteten Foundation. So, erstmal wollen wir den aber swatchen. Da gehe ich wirklich durch alle 3 Farben durch und rühre da richtig mit dem Finger drin und es fühlt sich super samtig weich an und er sieht schön aus. Ei, komm her, Baby, und mach mich glücklich. Nicht abklopfen. Ui, oh, der ist schön. Der ist wirklich schön. Meine Güte, ich habe mir zurzeit auch eine Highlighter geholt, ne? Das muss ich ja wirklich sagen. Da bin ich ein bisschen eskaliert, ja. Ich gestehe. Aber es gibt auch so geile Highlighter jetzt zurzeit auf dem Markt hier. Oh, da kannst du doch nicht Nein sagen. Und da hast du echt so einen nassen Glow. Das ist wundervoll. Natürlich jetzt dadurch, dass die Foundation nicht gesettet ist, glowt es natürlich noch ein bisschen mehr. Aber der ist super geil. Richtig cool. Gefällt mir. Ja, dann habe ich mir noch den dazu passenden Bronzer geholt, beziehungsweise ein Bronzing Blush. Der sieht auch geil aus, oder? Das ist der Cutie Pie von Miss Lynn. Und das ist ein Blush, der auch leicht schimmert, aber auch so ein paar bräunliche Partikel mit drin hat. Partikel ist gut, ne? Das sieht halt aus wie ein richtiger Apple Pie. Und das setze ich mir jetzt mal als Blush. Gucken wir mal. Oh, ist alles so aufregend heute, ich sag dir das. So viele neue Dinge. Ach, ich hätte den auch erst swatchen können, ne? Komm, ja. Oh, das fühlt sich schön an. Auch, dass er so uneben ist, ne? Oh, mega. Ja, der scheint nicht so doll zu sein, wie ich gehofft hatte. Weil ich dachte eigentlich, dadurch, dass du halt auch die braunen Pigmente mit drin hast, hast du den ein bisschen dunkler. Und so ist er jetzt schon ziemlich natürlich, ne? Ja, er ist da. Aber nur so ein bisschen. Na, mal gucken, ob wir zwei noch Freunde werden. Ich bin da jetzt sehr, sehr kräftig reingegangen. Also ich finde den jetzt nicht fleckig, obwohl ich den direkt auf der Foundation auftrage und das Ganze ja eigentlich relativ klebrig als Grundlage ist hier unten drunter. Aber er gibt schon Farbe. Ja, das macht er wohl. Wenn man halt richtig derbe mit dem Pinsel rührt und ich rühre ordentlich und habe richtig viel auf dem Pinsel. Also ja, der Blush ist da. Aber der Highlighter, der knallt natürlich richtig doll, ne? Ja, ich habe mich jetzt auch extra etwas overblushed, aber, ne? Nett, muss aber noch weiter getestet werden. Dann habe ich mir das All-in-One Travel Kit geholt von Miss Lynn. All-in-One Tint Palette. Die werde ich separat nochmal testen. Das ist Bronzer, Highlighter, Blush und ein Fixing Puder. Und das alles in einer Palette. Habe ich mir gedacht, das kann bestimmt was, oder? Das kannst du separat hochklappen. Und hast dann die 4 verschiedenen Produkte drin. Finde ich eigentlich ganz cool. Ich nehme die Folie mal ab, denn die hat da ja nichts zu suchen. Und was ich halt ein bisschen unpraktisch finde, du hast halt hier bei dem Fixing Puder das, ne, separat. Ich meine, eigentlich ganz cool, weil dann kannst du das und dann das. Aber irgendwie hätte das auch einfach in eins sein können. So ist es ein bisschen wabbelig. Es ist halt eine Pappverpackung, die ich gut finde. Ja, und dann können wir die Sachen einfach mal swatchen. Den Bronzer, den Highlighter, der ein bisschen rötlicher ist, den etwas schimmernden Blush
Ja, und komm, auch ein Fixing-Puder. Das ist gerade nicht, das wird gerade nicht gut funktionieren auf meinem Finger. Naja, so sehen auf jeden Fall die 4 Produkte auf meinen Fingern aus. Dann haben wir hier einmal den Bronzer. Dann den Highlighter. Der ist auch schön. Den Blush. Und ja, das Fixing Powder. Ne? Das ist jetzt toll. Das hätte ich jetzt vorher nehmen können. Aber egal. Ja, ne? Schöne Produkte werden aber noch komplett getestet. Die Idee, das alles in eine Palette zu machen, finde ich übrigens mega. Und weil ich das so mega finde, gibt es in diesem Video zu gewinnen von Rival de Loop das Oriental Sunset Set. Das sind diese 3 Töne. Das ist ein Bronzer, ein Highlighter und ein roséfarbener Highlighter und ein Setting Powder in der Mitte. Und ja, das kannst du in diesem Video gewinnen, zusammen mit dem Huda Beauty Lip Strobe in der Farbe Ritzy. Die 2 Produkte. So, dann habe ich mir auch noch geholt von Urban Decay On The Run diese Travel Palette. Die fand ich einfach voll cool. Und ja, die war auch irgendwie, glaube ich, reduziert und keine Ahnung. Und ich hatte Prozente und irgendwie fand ich das cool, auch mal so eine kleine Urban Decay Palette zu haben. Ich habe zwar schon die ein oder andere, aber die ist echt schön, ne? Auch dieses Petrol hier an der Seite gefällt mir richtig, richtig gut. Das sind einfach tolle Töne und ja, das wird demnächst mal in einem Look verwendet. Vielleicht beim Full Face U, man weiß es nicht. Ach komm, den Petrol-Ton, den können wir auch mal swatchen, oder? Den Plunge, so heißt der, oder Plunge, Plunge. Und die 16th Street, das ist ein, oh, wow, ein sehr, sehr, sehr pigmentiertes Braun, schimmernd. Und die Farbe Confidential nehme ich jetzt auch mal. Das ist ein mattes Braun. Und die Farbe Switchback, also im Prinzip die komplette unterste Reihe, wird jetzt einfach mal geswatcht. Ne? Das ist die unterste Reihe. Jetzt einfach mal spiegelverkehrt zu sehen. Also quasi so rum. So rum. So, ja. Genau. Wow. Wow. Swatchen wir hier. Siehst du das? Ja, ne? Da haben wir dieses Braun, von dem ich eben gesprochen habe. Das ist krass. Dann das Matte. Dieses voll krass Holo, glitzernde, nicht schimmernde, ne? Und Plunge. Wow. Das wird ein Look. Ich sag dir das. Das basht dich weg. Wow. Das ist eine, also eine Pigmentierung, Leute. Ei, 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 ei. Heute bin ich ja auch echt viel am Swatchen. Ich weiß nicht, wie oft ich heute schon meine Arme gewaschen habe. Ich bin sehr, sehr viel heute am Swatchen, am Ausprobieren, am Testen und ich finde das immer so witzig. Ne? Das sind immer so mit meine Lieblingstage, wo ich hier einfach mich einen Tag in mein Zimmer einschließe, mehr oder weniger. Natürlich mit einem Getränk, ne? Besser ist das, das ist auch schon das dritte. Und dann hier nach und nach die Pakete aufmache, die Produkte teste. Oh, ich liebe es. Als nächstes habe ich noch eine Face-Palette, weil, wie schon gesagt, ich stehe auf diese Face-Paletten. Und ja, das hier war auch eine reduzierte, wenn ich das richtig gesehen habe, von Pixi by Petra, Hello English Rose. Oh, Hello Beautiful, ist das nicht ein wunderschönes Packaging? Ja, rhetorische Frage, rhetorische Frage. So, wir öffnen den Klebi hier unten. Und das ist tatsächlich eine komplette Face-Palette. Also auch das, ne? No. Ja, da hast du Blush, Highlighter und einen sehr rötlichen Bronzer, was man wahrscheinlich eher als Blush noch nehmen kann. Und wundervolle Lidschattenfarben. Also wow. Wow, wow, wow. Ne? Gefällt mir richtig gut, wenn ich das so sehe. Und Pixi bei Petra, da habe ich jetzt echt noch nicht so ultra viel ausgetestet. Und dann darf das auch einfach mal sein. Ich swatche mal diesen Ton hier in der Mitte. Wow, der fühlt sich mega butterig an. Das ist ja heftig. Ganz vorsichtig. Der ist nicht allzu doll gepresst. Dann nehme ich diesen Ton hier. Der ist ein bisschen fester gepresst, ein bisschen feiner von der Textur her. Dann nehme ich auch mal diesen Blossom, diesen Highlighter hier unten. Der Moment, wenn du gerade mittendrin bist und dann deine Kamera dir sagt, wechseln Sie bitte den Akku. Super! So, und als vierte Farbe nehme ich mal diese rosa Farbe, die auch mega weich ist. Das ist eine matte Farbe. Wow. Okay, und das swatchen wir hier mal auf dem Arm.
blende das auch mal ein bisschen aus, weil so wäre das ja auch quasi dann auf dem Auge etwas realistischer. Und so sehen die Swatches aus und das ist schon mal sehr, sehr vielversprechend, ne? Oh, wow. Boah, voll geil, da freue ich mich drauf. Also auch dieser Highlighter, ne, der ist auch echt ein Traum. Diese Farbe hier, das ist auch so ein schöner folierter, ne? Richtig geil. Ja, ich freue mich drauf, die zu verwenden. Das wird ein Traum. Schade nur, dass dieses rosa Glitzer, was hier auf der Verpackung ist, nicht auf der Palette ist. Das wäre natürlich noch geiler gewesen, weil die Verpackung von der Palette bewahre ich eigentlich nie auf. Die kommt eigentlich direkt weg. Deswegen aber. Oh. So, und die letzten vier Produkte, die ich mir bestellt habe, sind tatsächlich Nagellacke, weil ich ja wieder meine Nägel selber lackiere. Ich bin ja in der Nagelpause aktuell und habe mir da einfach mal erlaubt, mir ja, Nagellacke zu kaufen. Ich glaube, ich hatte 15% oder 20%, ich weiß nicht, ich hatte auf jeden Fall Prozente auf alles und deswegen waren die Sachen auch reduzierter. Hier habe ich einmal von Miss Lynn Holoschein. Guck dir das an. Das ist so silber, lila, blau, schimmernd, richtig geil. Dann von Sally Hansen Miracle oder Miracle Gel. Das ist die Farbe Schimmer. Also Schimmer. Auch eine schöne Farbe. Das ist so ein Gold, Nude, keine Ahnung, muss ich austesten. Finde ich auch richtig klasse. Auch von Sally Hansen habe ich mir geholt die Farbe Sugar Fix. Das fand ich richtig süß, kühl, bonbonmäßig. Richtig geil. Und dann von Miss Lynn Velvet Diamond Nail Polish. Das ist so ein Schimmerblau. Und da hoffe ich, dass der mir länger hält als der von Essie, den ich letztens hatte. Weil die Farbe finde ich fantastisch. Aber der von Essie, der war mit viel zu groben Glitzerpigmenten. Und hier siehst du, dass der Glitzer, der drin ist, sehr, sehr fein ist. Und da hoffe ich, dass mir die Nägel dann auch länger halten. Wird auf jeden Fall getestet, reviewed und so weiter. Das war tatsächlich mein Flaconi-Haul. Ja, es gab nichts Gratis mit dabei. Also ich habe mir jetzt keine ich vermisse gerade so ein bisschen meine Parfümproben und sowas. Normalerweise hätte man bei Flaconi so Proben dazu gekriegt. Ich habe aber keine im Paket. Das finde ich gerade ein bisschen doof. Vielleicht werde ich die mal anschreiben und fragen, was damit ist, weil eigentlich hätte ich gerne welche. Ja, schade. Merkwürdig, oder? Ich finde es gerade sehr merkwürdig. Naja. Das war auf jeden Fall mein Flaconi-Haul. Denk an die Verlosung von diesen zwei Produkten, die ziemlich scharf sind. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und das vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!